Zum Intro, wer es kennt, freut sich natürlich, dass ich das gerade gespielt habe. Das ist quasi mein Pre-Intro vom Intro, denn jetzt hört ihr mein Intro. Und mal gucken, wie lange ich noch Intro sage. Ich begrüße natürlich alle heimischen und unheimischen Hörern. Alle, die im HG sind, am Telefonstream, im Facebook, Twitter, wo auch immer ihr sonst noch so hört. Und natürlich auch unseren hauseigenen Live-Schitter, das wir sind. Der User Chaos Angel, die Yushi, erst einmal Dankeschön für die hammergeile Übergabe und für eine klasse Sendung. Immer wieder gern. Weiter geht's natürlich dann mit unserem Enrico, den Rico, den User Mama Bear, mein Panikschloss, den Berlin, den Kalle und natürlich im HG auch Tina. Und den User Simba und zu guter Letzt hier unserem Hausang Live-Chat. Der Mr. Letzter B, Sebasti! Und natürlich auch alle anderen, die im HG sind, wie der Dreamer, der wahrscheinlich zuhören wird, noch irgendwelche anderen Leute. Seid gegrüßt und weiterhin viel Spaß hier bei Radio Twinkstar mit eurem Radio! Wie es hier losgeht, ich hab gedacht, so die ersten 10 Lieder müssten das ungefähr sein bei mir. Sind so, ich sag mal, etwas ruhiger, also ist nicht gleich so. Sorry, das kommt nämlich nur etwas später. Weil ich hab mir nämlich so gedacht, so, ich weiß ja nicht, was die Yushi so vor mir sendet. Und das ist dann so relativ in Ordnung, überlang krab und dann geht's dann die restlichen 3,5 Stunden so richtig zur Sache, ne? Viel Spaß beim Umziehen! Und ja, Kalle, so du weißt, ne? Nicht gucken! Thank you.
ich weiß, ich verstehe ihn selber nicht, was er singt, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe ja warum, weshalb und so. Und ja, ich habe es wissen, wer der Babo ist, ne, Basti, du weißt. Weil ich deine Mutter fick, du bist wie mein Schwanz beim Wichsen. Ich spuck auf dich und sie ducken sich vor Frontern Patronen, denn ich mache sie zwei Schnecken wie ein Krankenchirurg. Versorgt Junkies mit Koks, fick Colin und trainiere nur Muskeln, die man in der Disco sieht. Der deutsche Mister, die Gerichtstermin anklagebannt, weil sich im Wandschrank was Hand von der Frontern befand. Verteil an Samstag den Schwanz oder ganz harte Punch und treff deutsche Rapper mit Glas-Handflaschen an, ey. Ich mach deine Kinder zu Nutten, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Auf Befehl schiebt jetzt gerade sein Cock rein. Ich komme rein und frag, ist noch ein... Ja, also wenn ich das mal, so... Wie heißt das? Ich glaube doch, was mir der eine Herr gesagt hat, erst einmal schönen guten Tag an die 10 Leute in dem TS von dem Herrn Zulux. Und natürlich auch von den 65 kommen zu Hören. Und weil es so schön war, gibt's Stromberg mit. Lass das mal den Papa machen. Oh,
und machen wir Monster mit Monster natürlich in einem anderen Remix. Ja, original schon geil. Der Remix finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Was sagt ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare, im Moment. Schreibt's in den Chat oder wo ihr mich sonst auch erreichen könnt. Nach diesem Song, Remix, wie auch immer ich den Satz sagen möchte, bekommt ein Lied für alle Zocker. Und zwar Battlefield 4 Zocker. Und natürlich auch von einem Zocker. Viel Spaß! We'll be right back.
Geschichten auf C4 und vertreten sich selber. Nun, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird gegen sie verwendet werden. Möchten sie Aussagen? Mama, jetzt sind wir hier, Alter. Ich muss doch zocken, ey. Viel zu viel Gewalt und doch viel zu viele Einträge. Wenn ich auf den Server komme, gibt es gleich Schläge. Ich bin ein Soldat und meine Aufgabe, die heißt Essen. Ich kann nichts dafür, dass diese Kinder mich nicht aussetzen. Sind sie stolz darauf, was ist nur getrickt? Ich erzähle niemandem, wie ich ein Panzer in den Himmel schick. Als Soldat habe ich eine gewisse Schweigepflicht. Zwingen sie mich zum Reden, mal dann brechen sie in die Beine, Bitch. Reden, denn sie kommen hier nicht raus, denn die Anklage ist hart und die Verteidigung, sie kommt raus. Meine Verteidigung ist 100%ig aufgebaut. Ich komm hier mit Stahl, aber die nur mit der blanken Faust. Ich musste nichts verbergen, hole meine Waffe, lade, mache aus dem Spielplatz eine Massaker-Parade. Ich bin nur Soldat, als Gamer verkleidet. Ich bin wie ein Admin, der alles entscheidet. Sie sind schizophren, auch die Gesichter kennt man. Nein, ich bin Echse, auch sie können das nicht ändern. Ich bin nicht wie sie, keiner kann mich aufhalten. Ich bin Biene, bald nur wenige, die wollen draufhalten. Und die Stärke, was ich habe, mit allem, was es gibt. Wenn mich jemand messern, gibt es dann im Raumhaus Kind. Mit falschen Übertragungen, dort haben sie eindeutig übertrieben. Ach, Quatsch, Mann, ey. Ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab mein Handy genommen. Und mit Kugeln dann die Pfanne dann zum Schweigen bekommen. Sind sie darauf stolz, viele Menschen sind hier umgekommen. Ist nicht mein Problem, ich hab die Flagge einfach reingenommen. Geflogen wie ein Adler, geschlichen wie eine Maus. Hier ist keiner ist da, mich holt keiner raus. Mit dem Einsatz der EMP-Drohne. Battlefield 4, keine Kuschelzone. Wir sind nicht im Wasser, Bikini Bottom Light. Ich bin kein drohnes Tier, was du in der Muschel bleibst. Ich bin hart, aber fair, laufe Feinde hinterher. Und wenn die mich da nicht sehen, regelt der Rest mein Gewehr. Ich gebe jedem eine Chance, mich zu treffen, aber nein. Mein Blut ist transparent, manchmal glaub ich, müsste ein Geist sein. Sie wissen ganz genau, welche Schuld sie tragen. Ihr Verhalten zeigt, dass sie ihr Herz nicht ergraben. Mein Herz ist aus Stahl, meine Waffe hat Gefühle. Ich bin auf dem Boden, wenn ich durch. Ja, und um sich das Zocken zu finanzieren, wandle ich das mal ab. Und zwar, ihr hört jetzt I need a dollar. Und zwar bei uns heißt es dann I need a euro. Ja,
gibt sieben Tage lang und danach kommt er schon. Ja, der ist schon. Russische Party, wie auch immer. Und zwar, ich soll noch alle von Soul MC grüßen und damit grüße ich natürlich auch alle anderen Hörer hier. Viel Spaß mit dem Lied! Sehr, sehr schöner Song. Und zwar, es heißt Nico, der Feuerlöscher.
Mechaniker wurde best zu seiner Art. Mit Löschmittel 6 Kilo voll bewaffnet in die Schlacht. Man hat nichts von ihm erwartet, sein Löschvermögen war gering. Doch ohne dass es brannte, schickte man ihn einfach hin. Und Nico starrte in den Raum. In Slow Motion. Er flog danach mit seinem Schaum. Explosionen. Und Nico starrte in den Raum. In Slow Motion. Er flog einfach mit seinem Schaum. Explosionen. Und dann soll er den Anführer verpasst, ihm ein Gehirn traumatisiert, ihm den Scheitel wunderbar in einer Tour ins Heldengrab. Nun hammelt es Medaillen in Slow Motion. Wer rettete die Welt vor den Explosionen? Nico war nur ein Feuerlöscher von Millionen und wird sich von den Abenteuern nie erholen. Also wenn ihr mal einen Feuerlöscher auf der Straße seht, grüßt ihm und seid dankbar, dass ihr immer noch hier lebt. Weiter mit der Mana Mana von Vince Lee und Adi und Jimmy Bang. Zeit für einen richtig coolen Rap. Viel Spaß!